Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta. Und das ist Ankh. Besser gesagt, der erste Teil von der Ankh-Reihe. Es gab ja, ich glaube, so drei. Ich muss mal im Schrank gucken. Aber ich glaube, ich habe drei Teile hier rumliegen. Stehen. Mittlerweile stehen die ja. Ich bin fast fertig damit. Die ganzen Spielehüllen, also hier CD-Cases, Jewel-Cases, genau. Und DVD-Hüllen und so in meine neue Schrankwand einzuräumen. Da haben wir so ein herrliches Regal-Schränkchen gebaut mit 18 Meter Regalraum. Nur für meine Spielesammlung. So, Ankh. Das ist mittlerweile, oh Gott, 10 Jahre alt, hä? 2005, ja, nicht ganz, aber bald 10 Jahre alt. War damals sehr erfolgreich. Wurde auch, glaube ich, ziemlich gut ausgezeichnet. Ich erinnere mich noch vage daran. Was war ein Ankh damals noch so besonders? Ah genau, das basiert auf der Okre, hier auf dieser freien Grafik-Engine. Da kennt ihr noch mehr Spiele, die darauf basieren. Torchlight 1 und 2, The Book of the Unwritten Tales und Venedica. Das sind so die mir spontan einfallen. Da gab es noch mehr. Und ich glaube auch alle drei Ankh-Teile. Womit auch bewiesen wurde, dass Open-Source-Grafik echt gut aussehen kann. Was wollte ich eigentlich noch? Achso, genau, ich wollte mich bedanken. Es ist ja so, wenn ich bei YouTube ein Spiel vorstellen möchte als Let's Play, dann brauche ich ja natürlich, beziehungsweise mittlerweile, die Erlaubnis des Rechtsinhabers. Das ist in den meisten Fällen der Publisher. Und in dem Fall ist das BHV Publishing. Genau, bei dem möchte ich mich bedanken, weil die mir recht schnell die Erlaubnis, also was ist recht schnell, innerhalb eines Tages hatte ich da die Erlaubnis und auch noch sehr nett geschrieben, sehr freundlich geantwortet. Das ist ein deutscher Publisher und das ist deshalb so erfreulich, weil ich in letzter Zeit halt schon die ein oder andere Ablehnung da erfahren durfte. Das ist jetzt nicht persönlich gemeint gewesen von den Leuten, die mir geantwortet haben. Das ist halt einfach, es gibt halt mehrere Publisher, die sehen halt irgendwie in den Let's Plays nicht unbedingt Vorteil für sich oder etwas, was sie tolerieren können. Und entweder verbieten sie es prinzipiell oder sie geben dermaßen unsinnige Vorgaben, dass dann im Prinzip es sich erübrigt. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil das fände ich jetzt irgendwie schlechter Stil. Es gibt halt einige Publisher, da ist das so. Warum das so ist, ob das einfach nur Firmenpolitik ist oder vielleicht mit der Rechtslage in den Herkunftsländern zu tun hat, ist ein großer Teil von diesen Publishern, die das nicht unterstützen oder das nicht erlauben, sind zum Beispiel japanische Firmen. Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass es vielleicht was mit dem japanischen Rechtssystem zu tun hat, also dass da irgendwie irgendwelche Gründe jetzt geben, warum auch immer. Ich habe aber von den deutschen Publishern, allen, die ich angeschrieben habe bis jetzt und den Entwicklerstudios eigentlich immer durchweg positive Antworten erhalten und oft auch sehr, sehr nette Antworten und in dem Fall auch wieder, da möchte ich mich natürlich bedanken. Und dann gehen wir jetzt ins Spiel rein, weil genug geschwätzt, gell? Wir wollen ja das Spiel angucken und das ist wirklich ein lustiges Spiel. Also... Wir sind fast da! Dort vorne müssen wir, nach links? Passt auf die Fußfallen auf! Hier hinauf! Jetzt noch an diesem Hebel ziehen. Und hier ist sie. Die Grabkammer des Skarabäenkönigs. Nett hier. Du könntest deinem Vater öfter mal die Schlüssel klauen, Asil. Gib mal ein Bier rüber. Verdammt. Wir haben den Flaschenöffner vergessen. Egal. Wer erzählt die erste Gruselgeschichte? Also ich finde es auch ohne Gruselgeschichte schon ziemlich gruselig. Glaubst du etwa an Geister, du Weichei? Ich fand schon gruselig genug, durch die ganzen Fallen zu stapfen. Ach, wir sind in keine einzige Falle getappt, haben keine Mumien gesehen. Was soll uns denn jetzt noch passieren? Du hast mein Grab entweiht! Das macht dann bei 6 kaputten Urnen einen Verweis! Nee, 7. Oh, hoppla. 7? Na dann ist es ein Todesfluch. Oh,
dann mach das mal deinem Vater klar. Zumindest haben wir jetzt einen Flaschenöffner. Is it just Fata Morgana? Tell me, is it really true? What a play of light and shadow. The city's just waiting for you. Raging tricks and tasty scorpions under the eye of the sun. Left to the Nile and right by the desert, that's where Egyptians have fun. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand, with the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. See the Sphinx and worship the Pharaoh, go meet the crocodile. Feel anointed by a slave in the city down by the Nile. Yes, this is Cairo, it's all magic and sand, with the greatest of culture, but it's all in your hand. Ooh, with the god of the gods and the girls with their beautiful hair. You prepare, but beware, take care. So, also, das war ein lustiges Intro. Jetzt, wenn dieses, wenn ich den Musikteil rausschneiden musste, Moment, ich glaube, es kommt jetzt wieder, genau. Walking like an Egyptian. Asil, hast du gestern meinen Schlüssel mitgenommen? Ja, also... Wenn das der Pharao herausfindet, wird er außer sich sein. Vater, ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin von einer Mumie verflucht worden. Und nur der Pharao kann so einen Fluch wieder von mir nehmen. Mumienfluch? Werd endlich erwachsen. Du willst dich nur vor deiner Strafe drücken. Und die lautet, eine Woche Hausarrest. Eine Woche? Vater, vielleicht habe ich nur noch ein paar Stunden zu leben. Ich will keine Ausflüchte mehr hören. Ach, das ist zwecklos. Verdammt! In ein paar Stunden schickt mich ein Fluch in die Totenwelt. Und nur der Pharao hat die Macht, mir zu helfen. Aber wenn ich durch diese Tür mein Zimmer verlasse, wird mir mein Vater bestimmt noch Schlimmeres antun. Wie komme ich da bloß wieder raus? Guter Wurf, Matschauge. Los, steig ein! Ich? Nein, geh du zuerst. Na also, so könnte ich ungesehen entkommen. Vielleicht habe ich heute doch noch Glück. So, genau, also, das Intro war ja ganz hübsch in der Grabkammer und danach kommt ja diese Stelle, wo diese Reggae-Band singt, wobei das historisch ein bisschen ungenau ist, weil Kairo gab es damals, glaube ich, noch nicht im Alten Reich. Ich glaube, das ist eine arabische Gründung, die Stadt. Ist auch wurscht. Genau, das ist nicht mehr so eine Sache bei der Musik in YouTube. Gut, die ist jetzt ausgeschaltet. Wie gesagt, wenn diese Reggae-Musik, wenn ich das nachträglich rausschneiden musste, weil der YouTube mir wieder ein paar draufgegeben hat, wegen Rechtsverwertung von Musik und Videosequenzen, da tut mir das leid. Kann ich aber nur empfehlen, ist lustig gemacht. So, das Ganze ist natürlich ein Point-and-Click-Adventure, dafür ist mittlerweile ja, also ist ja mittlerweile in den letzten 10, 12 Jahren nach und nach Deutschland wirklich eins der Länder, dafür ist wirklich Deutschland eins der Länder geworden, dass er wirklich hervorragende Spiele produziert. Nicht umsonst ist zuletzt zum Beispiel Dedalic wirklich führend geworden im Bereich, was Point-and-Click-Adventures angeht, aber da gibt es noch viel, viel mehr und Ankh steht natürlich auch ganz grob oben mit dabei. So. Bazar Sommerparty. Liveband, Lisa und die quirligen Sandkäfer. Bazar Sommerparty. Liveband, Lisa und die quirligen Sandkäfer. Da ist ja ein Silberstück drin. Das könnte sich als nützlich erweisen. So, also mit links kann man angucken, mit rechts kann man auch nehmen. So, und der Asil ist halt Junior von dem Architekten, der für den Pharao Fallen entwirft. Eines Tages werde ich mein eigenes Haus haben, dann muss ich Vaters Geschnarche nicht mehr ertragen. Ein widerspenstiges Ding!
In diesem Zustand völlig ungeeignet, um irgendetwas zu bürsten. Hey, die Vase hat den Mechanismus der Tür gelöst. Ein widerspenstiges Ding. Vaters bestes Stück. Den Kleiderbügel nehme ich auch noch mit. Vater hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn mir kurz ausleihe. Vermutlich Baupläne für neue, fürchterlich tödliche Todesfallen. Vermutlich Baupläne für neue, fürchterlich tödliche Todesfallen. Hier werden Vaters berühmte, fürchterliche Fallen entworfen. So, also unser erster Auftrag ist erstmal aus der Hütte rauszukommen, damit Asil was machen kann gegen den Todesfluch. Mein Weg nach draußen. Nur wie komme ich dorthin? Vielleicht kann mir dieses Schmuckstück bei meiner Flucht helfen. Hübsches Flechtwerk. Darin kann man alles Mögliche aufbewahren. Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Obwohl sie hier oben stehen, sind sie ein gefundenes Fressen für die Ratten. Das kommt davon, wenn man einen Architekten als Vater hat. Der lässt sich sicher bewegen. Tja, hat irgendwie nichts bewirkt. Hoffentlich sind da noch keine Mehlwürmer drin. Hoffentlich sind da noch keine Mehlwürmer drin. Ich glaube, wir haben uns alles angeguckt. Dann bleibt jetzt nur eigentlich der Weg, wenn da steht, das kann helfen, mit irgendwelcher Kombination. Mein altes Hemd. Absolut reißfester Stoff. In diesem Zustand völlig ungeeignet, um mein altes Hemd. Nicht viel, aber mein altes Hemd. Vaters bestes Stück. Das kann ich als Seil benutzen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Freiheit, ich komme! Wuhu! Keine Sorge, Matschauge. Ich glaube nicht, dass uns da drin Gefahr droht. Oder vielleicht doch? Entschuldigung. Was geht denn da drin vor? Da solltet ihr lieber nicht reingehen, wenn euch euer Leben lieb ist. Aber wir sind doch finstere Meuchelmörder. Genau. Gestern erst haben wir das Diplom erhalten. Na, dann meucheln wir wenigstens erstmal dich. Du gibst sicher eine prima Aufwärmübung ab. Okay. Mich würde erstmal interessieren, kann man diesem Adventure eigentlich sterben? Tut mir leid, aber ich hab's eilig. Ich muss zum Pharao. Zum Pharao? Der wird dich nicht so einfach empfangen. Was muss ich tun, um euch loszuwerden? Uns loswerden? Wir wollen doch dich loswerden. Aber ich denke, wir würden uns ausnahmsweise darauf einlassen, dass du dich freikaufst. Sagen wir, für 20.000 Silberstücke. Wie hört sich das an? Ich habe nur ein einziges Silberstück. Na gut, jeder fängt mal klein an. Vielen Dank und schönen Tag noch. Wir haben hier noch zu tun. Was habe ich getan? Ich muss mir mein Silberstück zurückholen. Angeblich ist er ein Meuchelmörder. Du schon wieder. Hey, gebt mir mein Silberstück zurück. Auf keinen Fall. Jetzt können wir uns endlich was zu essen holen gehen. Aber wenn wir gehen, dann könnte doch der Pyramidenbauer flüchten, oder? Stimmt. Was für eine unangenehme Situation. Wie können wir zur gleichen Zeit fortgehen und hierbleiben? Ich könnte euch etwas zu essen holen. Oh, das würdest du tun? Uns ein leckeres Sandwich bringen? Aber dafür würde ich natürlich mein Silberstück zurück benötigen. Oh klar, um damit abzuhauen. Erst den Job, dann die Kohle.
So läuft das bei uns Attentätern. Okay, ich schau mal, was ich auftreiben kann. Fein, nun geh. Also ihr seht schon, das Spiel hat viel Humor, sieht schön aus und hat auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich werde auf jeden Fall wieder zurückkommen, um die Geschichte weiterzuspielen. Erstmal aber setze ich jetzt mal meinen Cut, weil, wie ihr ja wisst, sind wir ja in einer Mission unterwegs fürs Infracta Games Archiv. Da gehe ich jetzt bei Sennett rein, dass er der Bobby drin. Oh. Dort oben ist er, der Palast des Pharao. Da muss ich hin. Das finde ich einen schönen Abschlussbild mit dem Satz. Dann schließe ich jetzt das erste Video zu Ankh und wir sehen uns wieder hier und natürlich auch im nächsten Spiel und im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.